So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich authentisch auf dem Markt positionieren, kontinuierlich Kunden gewinnen und ihr Business aus ihrer Expertise machen, vor allem entspannt und erfolgreich. Und heute bin ich im Gespräch mit Romy und Thomas Wittmer von Selektion Wittmer und wir machen gemeinsam eine Kundenstimme. Möchtet ihr euch vorstellen? Also kommt ihr her, was macht ihr mit eurem Business? Ja, mein Name ist Thomas Wittmer. Ich habe ein Geschäft, was hauptsächlich mit Wein, Bier und Edelspiritosen zu tun hat. Offline, online. Und zweite Generation. Das Geschäft ist inzwischen 28-jährig. Und ja, das war es. Romy Wittmer. Bei Selektion Wittmer zuständig für den Bereich Marketing, Personal, Finanzen, ganz, ganz wichtig. Und ja, was vielleicht noch zu sagen ist, wir sind in der Schweiz zu Hause und jetzt eigentlich sehr, sehr frisch eben mit diesem Online-Zweig auf dem Markt. Das stimmt. Also ihr seid genau genommen in der Nähe von Luzern. Was ist der genaue Standort? Weil für jemand, der nach dem Video dorthin gehen möchte und schauen möchte, weil ihr habt ja ein klassisches Brick-and-Mortar-Geschäft, würde man auf Englisch sagen, auch, wo man wirklich reingehen kann in den Laden. Also Standort ist Eschenbach, Luzern. Ja. Also das ist ganz wichtig, weil es gibt nur in Eschenbach an der anderen Stelle in der Schweiz, und das sagen wir gar nicht wo. Uns gibt es nur einmal. Genau, nur einmal. Und die Frage wäre natürlich, wie findet ein Ehepaar aus der Schweiz mit einem physischen Laden, die gerade mit einem Online-Geschäft anfangen, zu mir? Was war euer Weg zu mir überhaupt? Ja, mein Mann schaut mich schon an. Das bin ich. Du bist schuld. Ja, dadurch, dass du und ich, Shelley, ja auch noch in Bezug auf mein Geschäft zusammenarbeiten, und ich so begeistert von unserer Zusammenarbeit war und bin, habe ich natürlich zum Thomas gesagt, als wir an den Punkt kamen, wir brauchen Unterstützung mit Selektion Wittmer, habe ich gesagt, ja, ich würde unglaublich gern Shelley dazu nehmen, weil sie einfach die Außensicht hat, die kein anderer hat. Plus, dadurch, dass du voll im Online-Business tätig bist und wir halt die Offline-Komponente haben, auch da den Perspektivenwechsel zu haben. Das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt gewesen. Deine persönliche Expertise, deine Außensicht und absolute Sympathie. Wir verstehen uns einfach gut, gell? Also wir uns auf jeden Fall, Romy, das wussten wir. Wir wussten nicht, wie das wird mit uns beiden, Thomas, gell, als wir aufgeschlagen haben. Und ich weiß noch, wo du das angeklingen lassen hast, dass ihr da interessiert seid, Romy. Und ich war mir echt damals nicht sicher, ob ich euch unterstützen kann in eurem Anliegen, dadurch, dass ihr ein Offline-Geschäft habt, also mit einem physischen Produkt oder physischen Produkte, aber wir kommen dazu, was daraus geworden ist. Und ich finde das Gespräch heute deswegen auch so spannend, weil wir haben die Zusammenarbeit gemacht vor etwa 9 Monaten. Und manchmal mache ich die Kundenstimmen relativ kurz danach, wo die Begeisterung da ist. Aber diesmal finde ich es spannend zu gucken, was hat sich in den letzten 9 Monaten sich getan. Aber wir kommen noch dazu, also dieses zu besprechen. Meine Frage wäre, was war eure Ausgangssituation? Was war die Situation, die ihr reflektieren wolltet? Oder was hat euch überhaupt so ins Coaching geschlagen vom Thema her, so grob? Mhm. Grundsätzlich gesehen war es ja für uns wichtig, dass wir die Thematik mit der Personalsituation, mit der Zukunft, dass wir mal um die 40 sind und dann gewisse Sachen mal manifestieren wollten und auch schauen, okay, was geht weiter, was geht nicht weiter, wie können wir uns wohlfühlen, das war das da schon ein Punkt, dass da einige Fragen aufgetaucht sind, wie weit sehr viel diskutiert haben zusammen und dann wirklich eine Hilfestellung brauchen von außen, jemand, der uns gar nicht kennt eigentlich, jemand, der vielleicht auch aus einer anderen Branche kommt und wollte zwingend weg vom, es gäbe ja genügend Personen, die uns gut kennen, die das wollte ich definitiv nicht, und wollte was komplett Neues. Ja. Und das heißt, eine ausschlaggebende Punkt. Das war wirklich so die Frage, treffen wir einen größeren strategischen Entscheid, ja oder nein? Also gehen wir den Schritt, ja oder nein? Und
da hilft einfach dann nur das Außen, weil wir einfach zu sehr im Kopf gehangen sind, auch und eben, wie du es angesprochen hast, immer diskutiert und diskutiert, aber nicht wirklich einen gemeinsamen Nenner hatten oder auch nicht ja, so das Ja zu einer Sache. Und darum haben wir dann gesagt, okay, wir müssen es irgendwie versuchen, aus dem Kopf raus ins Spielen wiederzukommen. Ja, ja. Und so sind wir auch zu dir gelangt und haben gesagt, Shelly, gib uns Blue Ocean. Ja, Hilfe. Ja, weil ihr habt ja auch den wahnsinnigen Vorteil, dass ihr einander habt, ne? Also ihr habt die Möglichkeit, wichtige strategische Themen zu diskutieren miteinander, aber ihr seht euch auch täglich seit 10 Jahren. Und das ist auch das Ding, dass man manchmal eine frische Perspektive braucht, gell? Das ist das. Ja, ja, wirklich, ja. Ja, das ist auch eine Gefahr, immer wieder. Was sagst du, Thomas? Es ist auch eine Gefahr, wenn man sich tagtäglich sieht, die Themen können einfrieren, können einschlafen. Man wiederholt sich x-mal und da braucht es absolut mal Input von außen, definitiv, ja. Ja, ja, absolut. Und was ihr gebucht habt, war ein Shift Intensive, was den Hauptbestand von diesem Paket ist, ein VIP-Halbtag. Und diesen Tag haben wir nicht wie üblicherweise in Deutschland oder in Italien gemacht, sondern ich war bei euch in der Schweiz, eine richtig große Ausnahme. Ich wollte auch mal den Laden anschauen und dann sind wir in Richtung Engelberg gefahren, was eine super spannende Erfahrung war, weil es war ein super bewölkter Tag, könntet ihr euch erinnern? Halb wie Anton. Und Thomas hat uns da hochgefahren, da habt ihr auch Kunden da oben, es war eine super schöne Location. Und meine Frage an euch ist, wie habt ihr diese Zusammenarbeit erlebt? Das, was wir gemacht, getan, besprochen haben, wie war das für euch? Also ich erinnere mich eigentlich daran, was unsere Kunden eben dann gesagt haben. Du hast es richtig angesprochen, wir waren ja bei einem Kunden vor Ort, haben uns da einen Seminarraum gemietet zusammen. Und dass sie gesagt haben, arbeitet ihr eigentlich oder lacht ihr nur? Also es war ein super fröhlicher und lebendiger Tag. Also das war wirklich so, das ist mir auch am meisten in Erinnerung geblieben, dass wir unglaublich viel gelacht haben, obwohl wir auch sehr, sehr viel gearbeitet haben. Aber es war irgendwie so, das Humorige, das Spielerische ist absolut rausgekommen. Also unser Wunsch war da voll erfüllt. Ja, also das Wichtigste gewesen, weil wir haben einige Sachen angesprochen, wir haben wichtige Sachen auch gesehen, wir haben gesehen, dass einige Sachen gar nicht so schlecht waren, wie wir dachten, und gewisse Sachen einfach näher waren als vermutet. Ja. Und von dem her war es extrem positiv. Ja, ja. Ich habe euch beide als sehr harmonisches und eingespieltes Team. Ich habe das nicht erwartet von einem Ehepaar. Ich habe gedacht, vielleicht wird es so kommen, dass ihr eine dritte Person dafür nützt, um irgendwie so eure Meinung endlich mal gehört zu bekommen. Aber das war gar nicht der Fall. Also ihr wart wirklich im Einklang miteinander und wir haben einige große Spiele gemacht. Also Romy redet immer noch von dieser, ich glaube, die 40.000 Schweizer Franken-Frage. Romy, magst du darüber ein bisschen was sagen? Ja, also es war eigentlich für mich wirklich mal so, um eben in das Spielerische zu kommen, hast du uns die Frage gestellt, mit welchen Aufträgen verdienen wir eine gewisse größere Summe? Und in dem Fall ging es eben um 40.000 Franken. Und das hat mich wirklich getriggert im Nachhinein, weil es einfach gar nicht so einfach ist. Gerade als Offline-Geschäft denkst du gar nicht in den Dimensionen. Also das ist selten der Fall, dass wir das überhaupt ins Auge fassen können, tatsächlich. Und ich mag mich erinnern, dass ich fast schon neidisch war, weil Thomas irgendwie eine Idee nach der anderen kam. Und ich so da schon dachte, oh mein Gott, wo nimmt er die Ideen her? Ich bin hier der Finanzheini eigentlich bei Selektion mitmachen und kriege das nicht hin. Und die hat eben wirklich sehr, sehr nachgearbeitet und auch gerade in Bezug dann auf den strategischen Entscheid, der zu treffen war, war das meine Frage, die dann eigentlich den Knopf bei mir gelöst hat, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden konnten und diesen strategischen Entscheid treffen konnten für uns. Ja. Ja, Thomas, du hast ein bisschen geführt auf dem Spiel. Nee, ich schließe mich eigentlich an. Es war schon die matchentscheidende Frage den ganzen Tag, denke ich schon. Ja. Was kann man mit was verdienen, mit was geht es weiter, mit was kann man auch seine Mitarbeiter dann bezahlen, was kann man sich Wünsche erfüllen. Und dann kann man, mit was kann man die Zukunft sichern. Es geht nicht nur darum, einfach nur, okay, es ist eine Zahl, sondern es geht auch darum, das Ganze in die Zukunft zu führen. Ja.
verbunden ist. Ja, genau. Ja, genau. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist von dem Tag war, nicht nur der Fokus auf dieses Thema Wachstum und Zukunft hinsichtlich den Zahlen, sondern wir haben auch über, hey, wie macht ein Geschäft Spaß? Was muss dabei sein, dass Thomas Freude hat, dass Romy Freude hat an dem Ganzen und auch das nochmal zu reflektieren. Möchtet ihr darüber ein paar Dinge sagen? Ja, also das war ja einer der Hauptgründe, eben, warum ich gesagt habe, wir stecken zu fest im Kopf, es stresst uns alles auch viel zu sehr und gerade diese Frage, die einfach in diesem Raum stand und in unseren Köpfen stand, die hat uns irgendwie wie fast gelähmt und da rauszugehen und zu sagen, ja, was braucht es jetzt eigentlich gerade und was braucht es auch für einen Unterschied bei uns, gerade weil ich eben auch mein Business anpacke nochmal neu, braucht es mich so fest im Geschäft drin oder nicht und was macht dir eigentlich richtig Spaß, was macht mir richtig Spaß. Und da haben wir auch noch wirklich ein paar Antworten entdeckt. Unter anderem, dass es uns eigentlich gut tut, wenn wir manchmal mehr auf Abstand gehen tatsächlich, trotz aller Harmonie. ist das ein Unterschied, wenn wir uns auch mal einen Tag lang nicht sehen oder eben nicht zusammen arbeiten. Einfach sehen tun wir uns ja trotzdem, aber nicht arbeiten zusammen. Ja. Und das hat definitiv auch zum Schritt 2 geführt, dass wir dann sagen, okay, wenn das eine zum anderen kommt, dann müssen wir auch gewisse Punkte mal schauen, okay, was können wir machen, um vielleicht auch, wenn es arrogant oder ein wenig übermotiviert klingt, aber auch mal Aufträge ablehnen, es ist noch nicht so viel passiert, aber wirklich, wenn es schlimm wird, das haben wir vorher gar nie gemacht. Und das hat dann auch wieder zu Überreaktionen geführt, es wurde zu anstrengend, es wurde zu viel. Und das habe ich doch das eine oder andere Mal umgesetzt und das hilft schon, ja. Ja. Auch wenn es wirklich schwierig ist, weil wir haben quasi nur Stammkunden. Ja. Wir haben sehr wenig Neukunden. Und die Neukunden, die kommen auf Empfehlung. Und das dann abzulehnen, ist für mich definitiv schwieriger. Ja, ja. Ja, das stimmt. Total nachvollziehbar. Und gleichzeitig ist das auch ein Bestandteil von einem nachhaltigen Geschäft. Dass man vital bleibt, dass man die Kräfte einfach schont für die Dinge, dass man auch gut in der Qualität bleibt und dazu gehört auch manchmal Dinge abzulehnen, um das sicherzustellen, gell? Absolut, ja. Ja, ja. So, was können wir uns anschauen? Also ohne, ich meine, ich verlange von euch keine spezifischen Resultate oder sonst was, aber was hat sich in den 9 Monaten getan? Was waren so größere Dinge? Du hast gerade einen genannt, Thomas, mit, ja, wir haben begonnen, vielleicht ein paar Dinge abzusagen gegenüber vorher, wo das nicht der Fall war. Was hat sich sonst so entwickelt im Geschäft? Salopp gesagt, ich glaube, ein wenig entspannter geworden mit der ganzen Situation. Einfach weil der Druck schon weg war von dieser Fragestellung, die im Raum stand die ganze Zeit. Also dass wir eigentlich eben unseren gemeinsamen Boden wieder hatten, weil natürlich sind wir Berater füreinander in dem Moment und ja, dass du einfach wieder vorwärts gehen konntest. Dann. Ich glaube, das war eigentlich das Einzige, aber das Wichtigste. Und ich glaube, so in einer Zusammenfassung, wenn du das so sagen kannst, in einem 4-stündigen Seminar, glaube ich, das ist schon ziemlich gut. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, also einfach diese paar Sachen geklärt zu haben, all diese Kreisdiskussionen, dass sie vorbei waren, an einem entspannten Ort anzukommen und wo Störungen weg waren, einfach viel besser nach vorne gehen zu können, einfach. Habe ich das richtig verstanden? Teilweise. Es war ja nicht so, dass die Fragen beiseite gestellt wurden. Definitiv nicht, aber es war klar. Es war, man konnte auf eine neue Diskussionsebene gehen. Ja. Und das war das Wichtigste, ja. Der Zyklus wurde gestört. Und, das. Ja. Und du konntest wirklich neu anfangen dabei, damit, ja. Ja, ja. Also mir ist auch noch was in den Sinn gekommen. Also was sich sicher verändert hat, dadurch, dass wir das natürlich tatsächlich umgesetzt haben, dass ich immer mal rausgegangen bin auch aus dem Geschäft. Haben wir neue Diskussionen am Abend, ja. Weil jeder wirklich von seinem Tag berichtet und das ist neu, das ist wirklich neu, weil wir jahreweise eben wirklich uns täglich im Geschäft und zu Hause gesehen haben und wir merken, dass es einen qualitativen Unterschied macht, wenn wir getrennt voneinander gearbeitet haben und dann am Abend zusammenkommen und miteinander uns austauschen. Und insgesamt ist es trotz allem, wir haben gerade gestern, du und ich, Shelley, davon geredet, dass es der Klassiker ist, wenn du so einen Entscheid triffst,
dass die Auftragslage aber trotz allem nochmal wie zugenommen hat. Also dass es eigentlich wie nochmal sich fokussiert und verschärft hat und wir eigentlich trotz allem relativ viele neue Anfragen bekommen hatten. Ja. Das habe ich auch voll mit beobachtet bei euch, weil ich habe immer so ein Uhr an der Sache bei Romy dran, dass das Geschäft floriert und blüht und dass ihr da gut zu tun habt die ganze Zeit, was natürlich sehr, sehr schön ist, weil wir haben ja darüber gesprochen, es gibt ja auch unglaublich viel Konkurrenz, also Wettbewerb auf dem Bereich, wo ihr tätig seid und das ist ein, ja, es spricht für euch, dass ich weiß auch, wie sehr ihr euer Kunden liebt und wie sie euch im Herzen sind und was sie dafür tut, dass sie sich gut bedient fühlen, dass sie qualitativ hochwertige Produkte bekommen und dass das auch Erfolg hat. Das ist einfach so eine sehr schöne Sache. Und was es auch noch gegeben hat, ich füge es hinzu, weil Romy hat es am Anfang gesagt, ihr habt euren Online-Shop gelauncht. Das war schon in der Mache letztes Jahr, bevor wir in diesen Halbtag gegangen sind. Und dann bekam das auch einen Fokus nach diesem Halbtag zusammen. Möcht ihr auch ein bisschen darüber erzählen? Federführend durch die Romy, glaube ich, oder? Oder? Ja, es ist wirklich im wahrsten Sinne mein Baby. Also es ist gerade jetzt ja, noch nicht mal einen ganzen Monat alt, tatsächlich. Und nach über 20 Monaten Arbeit auf den Markt gekommen. Und wir fokussieren in dem Online-Shop aktuell zwar nur auf das Thema Wein, aber ich bin sehr, sehr stolz auf jeden der über 320 Artikel, die da drin sind. Die sind wirklich mit Liebe ausgewählt und mit allen Details versehen, die wir finden konnten und mit Bildern. Das war so ganz, ganz wichtig. Du hast es angesprochen, dass das Herzblut, was wir für unsere Kunden empfinden, dass das rüberkommt, dass sie sich wirklich wie im Laden eigentlich fühlen und wie möglichst viel von dem Gefühl online transportieren möchten. Ja. Und es war ein langer Entscheid. Wir haben den Anlauf schon einmal genommen, in 2012 einen Online-Shop zu machen. Da haben wir gemerkt, da war das Herz aber einfach noch nicht drin. Das war wirklich, wir waren nicht so weit. Wir konnten uns das nicht vorstellen, wie wir die Kunden sinnvoll abholen können. Und durch meine starke Auseinandersetzung auch mit Online-Business, mit Online-Marketing, haben wir dann versucht oder haben gesagt, ja komm, ich glaube, wir sind soweit, wir wagen den Schritt und haben ihn jetzt dann vollzogen, voller Stolz und Freude, dass das jetzt endlich auf dem Markt ist. Ja, absolut. Thomas, was sagst du dazu? Also von dieser großartigen Leistung, die Romy gemacht hat mit dem Shop? Absolut. Nee, von meiner Seite her gibt es nicht viel dazu zu sagen, weil es war wirklich eine Diskussion, die schon lange stattgefunden hat, wo ziemlich schwierig war, wo schlussendlich, glaube ich, ziemlich erfolgreich beendet wurde. Und jetzt geht es um die tägliche Arbeit. Ja. Ja. Aber das Produkt steht, das Produkt ist persönlich, uns allen gefällt es. Wir können damit arbeiten und glaube, es passt. Ja. Ja, und die ersten Bestellungen sind auch schon reingegangen. Die haben wir gefeiert Anfang der Woche, gell? Genau. Den ersten Mann, der bestellt hat, also der wird wahrscheinlich für ewig in Erinnerung bleiben. Ja, definitiv. Ja, du hast was gerade gesagt, Thomas, was ich aufgreifen möchte, nämlich uns allen gefällt es. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist an diesem Tag zusammen, ist eure Einstellung zu dem Team, das ihr vor Ort bei euch habt. Also ich habe eine unglaubliche Wertschätzung gespürt von euch gegenüber euren Mitarbeitern, wer sie sind, was sie als Menschen zum Tisch bringen und an ihre Fähigkeiten und Qualitäten. Hat sich irgendwas im Teambereich weiterentwickelt oder seid ihr einfach nur so am Arbeiten der Aufträge, die gekommen sind, dass ihr noch gar nicht darüber habt nachdenken können bisher? Aktuell eher negativ. Okay. Weil wir haben sehr viel Arbeit. Und was die Konsequenz davon ist, ist erstmal das Gleiche. Du hast keine Zeit zum Diskutieren, du hast keine Zeit für das. Und dazu haben unsere beiden Mitarbeiter auch sehr viele Privatprojekte. Und das merkt man aktuell. Das ist schon. Ja, Kommunikation ist gerade nicht so das höchste Gut. Ja. Aber auf der anderen Seite, vom Prinzip her eigentlich auch das Positive, es hat sich eben nichts verändert. Also es ist auch nicht, dass es irgendwie eine negative Auswirkung gehabt hätte. Ja. Sondern wir versuchen wirklich so, wie soll ich sagen, das Beste draus zu machen, den Dialog zu suchen, wann immer möglich. Wir haben gerade am Montag die Einladung zu unserem jährlichen Teamessen rausgegeben
und freuen uns dann auf so Momente, wo wir wirklich mal zusammenkommen können. Weil wir sind natürlich als Kernteam 4 Leute, aber als erweitertes Team mit dem Anhang, wie wir es immer nennen, also mit Partnern, ja, kommen wir locker auf bis zu 16 Leute, ja, die uns so über das Jahr hinweg immer in irgendeiner Form unterstützen. Und das achten wir nicht als selbstverständlich. Einer unserer ältesten Mitarbeiter ist das ja 10 Jahre bei uns. Ja. Auch das feiern wir natürlich dann an dem Teamessen. Und ja, also es spricht eigentlich so ein bisschen für uns. Also wir genießen das sehr, das familiäre Gefühl zu haben mit unseren Mitarbeitenden und das nach außen auch rauszutragen. Also die Kunden spüren das natürlich auch. Ja, absolut. Und ich denke, das, was du ansprichst, Thomas, und danke für deine Ehrlichkeit und Direktheit, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist im Business. Ja, weil das würde der Realität auch nicht entsprechen. Und ich glaube, jeder, der zuschaut, wird das erfrischend und dankbar dafür sein, dass du das gesagt hast. Weil das gibt es immer. Es gibt niemals ein vollkommen perfektes Paket im Business. Es gibt immer Dinge, hier wächst man mit den Umsätzen oder den Aufträgen und dort beginnen alte Konstrukte, die gehalten haben, zu wackeln. Und das heißt Kommunikation, das heißt andere Prozesse, whatever. Und ihr habt, ich weiß es noch, gesagt nach unserem letzten Zusammenkommen oder nach dem Zusammenkommen, ihr wollt es ja irgendwie öfters einführen, dass ihr eben solche Sachen auffangen über dieses strategische Hinschauen. Ist was geplant demnächst? Also habt ihr was vor, als bis auf dieses Team-Meeting, das ihr da machen wollt, gemeinsam? Eigentlich für den Moment geht uns wirklich die Zeit aus. Also es ist für den Moment pausieren wir eigentlich alles, weil uns das Leben tatsächlich so im Schach halt irgendwo raufgesetzt hat und einfach mit uns fährt gehabt. Und wir eigentlich eher sagen, okay, wenn dann, es wird dann wieder hochkommen oder anstehen irgendwas. Also ich denke, wir werden schon nochmal den Fokus drauflegen, also mein Wunsch wäre es. Aber es ist momentan wie kein Platz dafür da, das zu machen und go with the flow. Go with it, absolutely. Und dann gucken wir wieder. Also es ist, wir haben uns die Unterstützung immer mal sporadisch gesucht und die Zeit wird auch wiederkommen, wo wir sie wieder in Anspruch nehmen werden. Das ist für mich klar. Ja. Ja, schön. Also, jetzt möchte ich unbedingt den Leuten, die das am Anfang verpasst haben, noch die Chance geben, euch zu finden und hinzugehen zu dem Shop. Und egal, ob das online oder offline ist, weil ich habe nämlich nach dem Halbtag einen großen Einkauf gemacht für meine Verhältnisse, mehrere Flaschen Wein. Und obwohl ich Vegetarierin bin in Richtung vegan fast, habe ich Salami gekauft für andere. Und es wird im Laden genannt der intergalaktische Salami, glaube ich, so in die Richtung, weil sie einfach so phänomenal ist scheinbar. Und die Bestätigung wurde mir von dem Geschenkten auch zurückgemeldet. Und es gibt auch andere tolle Genusssachen, die man bei euch findet. Nochmal die Adresse vom Geschäft und im Netz und auch wo man euch findet. Einfach nur mal, ich schreibe es auch unterhalb von dem Video, dass die Leute hingehen können. Machst du offline, ich mache online. Also offline. Selektion Wichmer in Eschenbach bei Luzern. Und online würdest du, lieber Zuhörer, uns unter www.selektion-widmer.ch finden. Genau. Und kann man aus Deutschland bestellen in die Schweiz oder sind das nur für die Schweizer Kunden? Okay, Schweizer Kunden, genießt das und all die anderen aus Deutschland und Österreich. Wir müssen leider nach Luzern in der Nähe hinfahren. Sehr, sehr gerne. Macht ja nichts, es ist eine wunderschöne Gegend. Absolut. Na, jederzeit herzlich willkommen. Euch beiden vielen, vielen herzlichen Dank für die sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und für die Berichterstattung nach 9 Monaten. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, dass ihr heute dabei seid. Ich war auch spät zum Meeting aufgetaucht wegen dem Hund, der dringend raus müsste. Auch danke für eure Geduld und Verständnis. Ich wünsche euch alles weiter viel Erfolg und bis bald online. Romy, wir sehen uns mit deinem anderen Geschäftsbereich ständig online. Romy und ich, wir sind wie das. Also, Thomas, hoffentlich sehen wir uns bald wieder offline. Und, sehr, sehr gerne. Danke auch dir, dass du heute bist. Danke dir. Bist, gell? Danke für die Unterstützung. Danke dir, Celia.